Hinweis: Die nachfolgenden Szenen sind für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen zur Nachahmung nicht empfohlen. Aber ich bin ja nicht alleine. Oh shit. Ich habe keine Ampel und ich habe ehrlich gesagt Angst, hier rüber zu. Oh Leute, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Könnt ihr erkennen, ob das rot ist? Und da kommt ein Kampfjet. Alles klar, Leute, wo bin ich gelandet? Mr. Blindlife, ist es dein letztes Video oder nicht? Ich bin überhaupt gar nicht sicher. Salam alaikum, Brücken bauen und Barrieren beseitigen. Mr. Blindlife hier wieder mit einem neuen Video und herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wenn es mir gut geht, geht es euch gut. Oder heißt es nicht, wenn es euch gut geht, geht es mir gut. Wenn es mir gut geht, geht es euch gut. Oder wenn es euch gut geht, nee, wenn es mir gut geht, geht es euch gut. Oder geht es euch oder mir gut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist noch ein bisschen früh. Okay, es ist schon 8 Uhr. Ich bin in Trainingsklamotten angezogen. Denn ihr habt ja fleißig kommentiert in dem letzten Video oder fleißig auf Like gedrückt oder so. Ich weiß es ja nicht. Und ihr wollt ja mehr sehen von Saudi-Arabien. Das heißt, heute seht ihr was von meinem Alltagslife hier, was ich hier so mache. Und ja, ich bin hier im Hotel. Gehen wir jetzt erstmal hoch aufs Dach. 8. oder 9. Stock. Und gehen da mal ein bisschen trainieren. Ja? Zuerst Fitness und dann Schwimmen. Das ist das Fitnessstudio. Wir drehen uns mal um. Wir haben hier ein Laufband. Wir haben hier noch ein Laufband. Wir haben hier ein Fahrrad. Das werde ich heute ausprobieren. Crosstrainer. Klimmzugsteige, glaube ich. Und hier eine Bank und Hanteln natürlich. So, jetzt war ich eine Runde im Fitnessstudio und jetzt geht's erstmal rüber schwimmen. Und ja, gucken wir mal, ne? Erstmal gucke ich mal, ob überhaupt jemand da ist, bevor ich irgendwas filme. Und hier bin ich jetzt schwimmen. Guck mal hier, hinter mir ein Pool. Kann man sich ein bisschen entspannen. Ich habe meine Sonnenbrille leider vergessen. Also ich ziehe mich jetzt um und dann springe ich ins Wasser. Aber ich zeige euch hier nochmal kurz einen Ausblick. Guck mal hier runter. Ich sehe zwar nicht. Und ich habe Angst, dass ich mein Telefon fallen lasse, aber ja. Ich weiß nicht, ob es schön aussieht, ehrlich gesagt, aber das ist der Ausblick. Ihr seht schon, meine Haare sind nass. Ich war eine Runde schwimmen. Natürlich habe ich das jetzt nicht gefilmt, weil hey, ich muss auch trainieren. Jetzt geht es erstmal umziehen, Sachen wegpacken und dann wollen wir uns mal hier den Mall of Dhahran angucken. Das heißt, hier in der Nähe ist irgend so ein Supermarkt oder so eine Mall halt. Da wollen wir mal hin. Man hat uns davon abgeraten, da hinzugehen, aber wir werden mal sehen. Ne? Weil da gibt es wohl eine Straße, einen Highway, den man überqueren muss und der ist nicht für... Naja, der hat keine Passagierampel. Also, ach, wir werden mal sehen. So, jetzt hier mit einem Kollegen versuchen wir mal irgendwie zum Mall zu kommen. Das Problem wird sein, wie kommt man da hin? Gehwege und so, ein bisschen schwierig. Aber wir werden es mal probieren. Wir müssen hier irgendwie über die... Oh, shit. Warte. Ich weiß nicht, ob das ein Gehweg ist. Oh Gott, das ist... Oh mein Gott, allein da kommen wir schon nicht rüber. Freunde, wie kommt man hier rüber? Nee, das kannst du, glaube ich... Hier rechts vielleicht? Oh, hier ist eine Stufe. Ja, komm, hier kann man rüber. Oh Gott, Leute, ich habe echt Angst. Aber ich bin ja nicht alleine. Oh, shit. Wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Traffic Light... Warte mal, hier rechts ist ein... Ja. Wo ist denn hier ein Traffic Light? Warte mal. Ah, guck mal, hier können wir doch vielleicht entlang gehen. Und dann schauen wir mal. Scheiße. Wo? Ja, ist doch ganz gut, oder? Ja, wir gehen mal weiter. So, Freunde, wir müssen irgendwie hier über die Straße. Aber es gibt hier keine Traffic Light und nichts. Also keine Ampel. Und ich habe ehrlich gesagt Angst, hier rüber zu irgendwann. Wo ist der hin? Ich habe meinen Freund verloren. Ja, Leute, wie kommt man da jetzt rüber? Das ist halt wirklich kein Witz, ne? Ich meine, ich lache zwar. Wir sind jetzt über die Straße rüber. Da ist ein hohes Gebäude. Ich habe keine Ahnung, wo das Einkaufszentrum ist. Und ich glaube, wir sind gefangen auf einer Mittelinsel. Ja, sieht nicht gut aus. Scheiße. Sag mal nicht im Video. Wie kommen wir jetzt hier wieder? Oh, nee. Ja, Leute, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Ich kann jetzt hier nicht filmen. Hier gibt es keinen Bürgersteig mehr. Wir haben es jetzt über ein paar Straßen geschafft. Ich glaube, wir sollten die andere Seite nehmen. Ich glaube, gehen wir mal hier links, oder? Okay, wenn du meinst. Okay, Polizei hören wir schon. Oder ist das ein Krankenwagen? Oh, Leute. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, wir müssen wieder eine Straße überqueren. Es gibt keine Ampel für Passanten. Wir müssen einfach auf die Ampel der Autos gucken. Und dann leben...
Und da kommt ein Kampfjet. Alles klar, Leute, wo bin ich gelandet? Mr. Blind Life, ist es dein letztes Video oder nicht? Oh Gott, ich habe Angst. Ja, wir gehen da mal gleich rüber. Könnt ihr erkennen, ob das rot ist? Ich erkenne nichts. Bist du sicher? Doch. Okay. Ja. Ich bin überhaupt gar nicht sicher. Wir sind heil über die Straße gekommen. Noch nicht. Jetzt. Es gibt auch keine Menschen, weil die Araber sind nicht so verrückt wie wir und laufen bei dem Wetter nicht draußen rum. Wobei, so warm ist das gar nicht. Also 35 Grad ist okay. Gut. So. Ja. Jetzt müssen wir nur noch die Mall finden. Das Ding ist, wir wissen nicht, wo die Mall ist. Wenn wir einen Passanten finden würden, würden wir den ja fragen, ob der uns was zeigen würde. Aber wir haben es mittlerweile auf einen Parkplatz geschafft und wir wissen aber nicht, ob wir auf der Mall sind oder nicht. Wir haben keine Ahnung, wir müssen einfach mal rumfragen. Ja, wird lustig. So, wir wollen nicht überfahren. Wir sind jetzt hoffentlich in der Nähe des Hotels wieder. Wir sind eigentlich gar nicht so weit rausgegangen, aber Alter, das ist so krass. Oh, Stufe. Das ist so krass mit dem Verkehr. Oh, hier ist noch ein Schlauch. Wir sollten jetzt wieder zurück. Ja, meinst du? Ins Hotel, oder? Weil ich glaube, es wird... aber komm da mal lebend hin. Ja, wir probieren es mal aus. Es wird schon klappen. Irgendwie. Oh, Stufe. Oh mein. Ich habe echt Angst. Es sind über 35 Grad hier und ich sehe nichts. Also ich meine, ich bin wirklich blind. Wirklich. Also das ist kein Witz. Was? So, Freunde, wir sind wieder zurück am Hotel. Oh. Ja, zurück am Hotel. Oh Mann, ey. Ja, wir haben es leider nicht geschafft. Aber das Gute ist, wir sind wieder lebend zurückgekommen. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir lebend wieder zurückgekommen sind. Und ich gehe mal hier hoch. Ihr seht schon, hinter mir ist echt viel los. Also kein Witz. Alles klar. Also kein Witz. Das war echt... ich bin am Schwitzen. Und ich meine, ich gehe ja überall hin. Und ich sage ja auch immer, überall hingehen ist ganz wichtig. Aber man sollte manchmal auch ein bisschen überlegen. Und vielleicht war das eben gerade nicht so eine kluge Entscheidung. So, mittlerweile habe ich mich umgezogen. Und jetzt sind wir auch in Seen der Begleitung. Stock ist natürlich trotzdem dabei. Wir gehen jetzt in ein nettes Restaurant hier in der Nähe. Essen da was. Und dann geht es zur Arbeit. Also... jetzt nicht mehr so viel Action, aber ich sag euch, wenn ihr euch unsicher... Was ist denn das da drüben? Wenn ihr euch unsicher seid mit etwas, dann macht es auf jeden Fall nicht. Ich bin halt Mr. Blind Life. Ich bin halt manchmal ein bisschen verrückt. Und ja, also seid da bitte ein bisschen vorsichtig. Safety geht first. Fühlst du dich unsicher? Mach sowas nicht, was ich gemacht habe. Ganz wichtig. Vielleicht kam das im Video nicht mehr so rüber, aber es war schon hart. Das gibt's ja nicht. Das hört einfach nicht auf. Das stört meinen Sound. Naja, wir gehen mal rüber. Wir gehen was essen und wir hören uns noch. So, jetzt waren wir eine Runde essen. Hat echt lecker geschmeckt. Machen wir Mund ja nicht machen. Wir haben ein bisschen Burger gegessen und sowas. Okay, in Saudi-Arabien Burger, ich weiß. Jetzt warten wir noch auf unseren fetten Wagen. Auf irgendeinen dicken SUV. Hier gibt es sehr, sehr viele SUVs. Und dann fahren wir mal zum Ifra Center, da wo wir arbeiten. Und ich zeige euch das auch noch mal ein bisschen. Ne? Also auf jeden Fall. So, jetzt sind wir im Auto. Jetzt geht's ab zum Ifra Center. Fetter SUV. Ich zeige euch den mal gleich von außen. Ja, wenn ich draußen. Wenn ich es kann, ich filme den mal. Ihr wisst ja, wie verrückt der Autos wird. Oh, das ist das dicke Auto, was sie haben. Ich glaube, General Motors, GMC. I don't know. Really nice. Aber ja, wir genießen das mal. Ich liebe SUVs. And this is the building, jetzt rede ich schon Englisch. Und das ist das Gebäude, das Ifra Center, wo wir dann arbeiten. Auf jeden Fall, da gehen wir mal rein. Dann zeige ich euch noch was aus dem 14. Stock. Und das, was ich hier habe in meiner Hand, das ist natürlich meine VIP-Karte, mein Zugang zu alles. Oder zu allem. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wir haben Spaß. Warte, ich muss mich so rumdrehen, dann sieht man mich besser. Ich gehe mal ein bisschen rein. Es muss ja noch gearbeitet werden. Ach ja, 35, 36 Grad und ich habe lange Kleidung an. Überlegt euch das mal. Wirklich. Das ist verrückt, aber das ist halt das Leben. Haut rein! Und in diesem Ifra Center, wo wir jetzt sind, hinter mir seht ihr das mal so ein bisschen. Das wurde für den König gebaut quasi. Und hier soll halt Kultur, Kunst und alles Mögliche stattfinden. Und hier treffen sich wohl alle möglichen Leute. Hier gibt es auf jeden Fall zigtausende Projekte. Und wir sind halt ein Teil davon. Ne? Also das Gebäude ist ziemlich neu. Und das Besondere sind hier diese Metalldinger. Das symbolisiert quasi die Ölpipelines, die dieses Land hat. Das Land ist ja reich an Öl. Ja, mal schauen. So, ihr seht natürlich nicht viel, aber hier aus dem 14. Stock, da draußen sind auch wieder diese Markierungen, also beziehungsweise diese Metallröhren, die wir eben gezeigt haben. Aber sehr, sehr cool sieht das aus. 14. Stock. Und hier arbeiten wir.
Und das ist halt der Part, wo wir hier sitzen, arbeiten, entspannen. Guck mal, dieses Sofa. Total cool. Kannst dich hier hinsetzen, entspannen und denken, ah. Ne? Oder auch, wenn ihr mal hinter mir guckt, seht ihr hier so diese Sofa-Reihen. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ich arbeite natürlich im Dunkeln, da kann ich euch natürlich nicht zeigen. Aber das ist schon ziemlich cool. Ich gehe jetzt mal ein bisschen was trinken, so einen Kaffee oder sowas. Ein bisschen entspannen und dann geht's heute Abend auch mit der Arbeit los. Ich hoffe, ich konnte euch einen coolen Eindruck geben heute. Das war ja nämlich auch was ganz Cooles, oder? Findet ihr nicht? Jetzt bin ich gerade schlecht beleuchtet, jetzt bin ich besser beleuchtet. Und ja, wir gehen mal bald nach Hause, vielleicht sehen wir uns noch kurz oder hören uns noch kurz. Und dann beenden wir das Video auch natürlich langsam mal, ne? Also, richtig cool, dass ihr dabei seid mit mir in Saudi-Arabien. Vielleicht gibt's ja noch ein Video. Nobody knows. So, guck mal, mit diesem schicken Wagen sind wir jetzt hierher gefahren. Alter, sieht der nicht geil aus. Was ist das überhaupt für eine Marke? Kann ich nicht erkennen. Wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Und auf jeden Fall bin ich jetzt wieder froh, dass wir wieder zurück sind. Ich bin echt ein bisschen K.O. Ich wollte jetzt noch einen kleinen Workout machen. Mal gucken. Na, ich mach's. Ein Suppe essen, Workout. Und wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt das miterleben können, mitfühlen können, wie wir fast gestorben wären. Ja, okay, ich übertreibe es ein bisschen. Aber es hätte, ne? Auf jeden Fall, ich bedanke mich und ich hoffe, ihr wollt mehr Videos sehen. Daumen hoch dafür. Ein Video kommt vielleicht noch. Doch, ein Video kommt auf jeden Fall noch. Also, haut rein, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.